Marshall weiß etwas über Dylan. Ist er hier? Geht es ihm gut? Zuerst die HAV. Sie können alle retten. Auch Dylan, wenn ich ihn finde. Kannst du ihn schützen? So wie mich?
ein Zimmer. Ich weiß nicht. Das Licht ist an. Das müsste offen sein. Wir hätten gerne ein Zimmer für heute Nacht. Hallo? Ich glaube, es ist keiner hier, Schatz. Komm, wir fahren zu dem anderen Motel, das wir gesehen haben. Okay, wir müssen zur Schwarzsteinverarbeitung gelangen. Marshall sagte, dort finden wir ein Prisma. Thank you.
Von der Seite angreifen! Gott verdammt! Bei einer kürzlichen ADE-Untersuchung entdeckten unsere Agenten einen Lampenzugschalter im Schrank eines Bungalows in Butte. Sie zogen daran und wurden umgehend teleportiert ins Ocean View Motel und Casino. Traumartiger Dunst! Wow. Und dort öffneten sie eine Tür mit einer umgedrehten, schwarzen Pyramide. Und schnurstracks waren sie zurück im ältesten Haus, knapp 2000 Meilen von Montana. Und wir finden nun diese Kordel immer öfter hier, überall im Haus. Irgendwie gerieten die Orte in Einklang miteinander. Der echte physische Standort des Ocean View ist ein Mysterium. Es zu verlassen ist bisher noch keinem gelungen. Ein Ort der Macht. Wie das älteste Haus. Sie selbst sind. Tanja, wie sieht's aus? Direktorin Faden? Ach, ist das schön, Sie zu sehen. Ach ja? Das müssen Sie aber, denn wir ziehen ab und ich lasse Sie nicht zurück. Tun Sie, was Sie müssen. Danke, dass Sie das erledigt haben. Das, was zum Teufel das auch war. Wir halten hier gerade so durch, Boss. Wie sieht es außerhalb der Wartung aus? Was sage ich ihm? Die Wahrheit ist bitter. Aber diese Leute scheinen mit dem Tod vertraut. Die Zischer sind überall. Die Behörde ist größtenteils verloren. Um HAV für die Überlebenden in den Schutzräumen zu fertigen, brauchen wir Schwarzsteinprisma. Ich bin wegen Darlings Schwarzsteinlabor hier. Also nochmal. Tod, Verderben und bevorstehender Untergang. Ein ganz normaler Tag im FBC. Darlings Labor ist direkt hinter der Schwarzsteinverarbeitung.
Aber da gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, es ist gleich den Gang runter. Die schlechte ist, dass ein Zischermonster beschlossen hat, dort einzuziehen. Ganz toll also. Monster. So sagten es die Ranger. Zumindest die, die überlebt haben. Wir hängen hier in den Seilen und die Zischer werden immer mehr. Salvador würde wissen, was zu tun ist. Aber er führte scheinbar kurz vor der Quarantäne ein Sicherheitsteam in den Isolationssektor. Und seitdem hat ihn keiner gesehen. Aber hey, zumindest haben wir sie. Unsere furchtlose Anführerin. Sie sollten nicht auf mich vertrauen. Sie kennen mich nicht. Wissen nicht, wie ich die Leute enttäusche. Sie haben hier gute Arbeit geleistet, Arish. Aber Sie sollten Ihre Leute jetzt in die Basis der Geschäftsleitung führen. Sammeln Sie sich dort. Ich erledige das Monster. Langsam gewöhne ich mich an die. Ei, ei, Faden. Verpassen Sie diesem Ding eine Kugel von mir. Ranger Trop Charlie 7 ist kurz nach 0500 Zulu von einer Expedition in den Steinbruch-Grenzbereich zurückgekehrt. Können Sie bitte Ihren Namen nennen und den Zweck Ihrer Expedition? Rupert Wells. Kevin Horowitz. Unsere Mission war es, die Koordinaten des Steinbruch-Rasters G29 zu kartieren. Sekundärziel war es wie immer, einen Weg vom Grenzbereich Seingang in der Wartung zur Formation zu finden. Sekundärziel blieb erfolglos. Welche Überraschung. Und sind Sie im Grenzbereich auf ein zuvor nicht aufgezeichnetes Ereignis oder eine Daseinsform gestoßen? Nein, nichts. Hey, sollten wir ihm von der Meerjungfrau erzählen? Wie bitte? Ja, die Meerjungfrau. Horowitz hier fand diese Meerjungfrau im Steinbruch, die auf einem schwarzen Felsen saß. Ey, denk an die Abmachung. Du tötest einen Zischer, ich bin die andere. Ich von Teufel. Ich würde sagen, sie war eher betörend da. Na gut, betörend. Nein, weil es nicht passiert ist. Nichts ist passiert, wie üblich. Der Steinbruch ist voller Steine. Können wir jetzt gehen? Sehr witzig. Haut ab. Los. Arish hat nicht übertrieben mit dem Monster. Du hast mir die HRV gezeigt, als ich herkam. Und die Maschine, die sie herstellt. Kannst du mir helfen, an Prisma zu finden? Das passiert jetzt in der Maschine. Ich finde es einfach gemacht. Du hast uns in deinem Verordnung und die Erlaubnis geteilt. Wir stehen um dich herum. Wir warten in dem Fernsehen. Das ist nicht das Wort, das dies beschreibt. Das ist das Gesetz an der Natur. Riechst du die Zauber, die dein Minister von dem Konzern in der Hand des Erneuches? Verdammt! Sie sind zerbrochen. Kein einziges Prisma übrig. Was zur Hölle? Es gibt Bereiche im Ältestenhaus, wo unter den richtigen Bedingungen, wenn die Frequenzen harmonieren, andere Dimension einbringen. Wie nennen Sie die Grenzbereiche? Der Steinbruch ist einer der stabilsten davon im Wartungssektor. Dort kommt Schwarzstein her. Das hast du doch auch gehört, Darling-Schlüssel. Damit kommen wir in den Steinbruch. Zahlreiche Frequenzen zu blockieren. Und das ist gut so.
So bleibt alles stabil, im Rahmen. Wie eine Art paranatürliches Blei. Wir erforschen zahlreiche gefährliche Dinge, die wir absolut genauestens unter Kontrolle haben müssen. Dazu dienen die Brandschneisen mit Schwarzstein, die Containerzellen im Panoptikon. Emily, der Code, Schwarzstein, 665. Beinahe teuflisch. Verstehen Sie? Wir können das wiederholen. Alles hier ist total verrückt, aber es fühlt sich richtig an, wie die Welt sein sollte. Ich bin in einem endlosen Gebäude, das in verschiedene Dimensionen führt. Und ich will nicht weg. Selbst bei all dem Horror fühlt es sich gut an und richtig. Oder zumindest auf.
Der Aufzug ist kaputt. Ich muss auf die altmodische Art darunter.
Wow. Das habe ich nicht erwartet. Da ist es. Du hast mich hergeführt. Die HV, die Prismen, sie sind dir wichtig. Ich muss dieses Prisma zum Marshall bringen, bevor es zu spät ist. HV, dann Dylan. Thank you.
Situationsbericht, alle Sektoren. Die Geschäftsleitung wird befestigt, wie befohlen. Die Wartung ist relativ stabil. Ein Sicherheitsbeamter namens Arish hat angeblich mehrere wichtige Orte gegen das Zischen verteidigt. Die Forschung wurde über... Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen, aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Ich habe ja versprochen, von Dylan zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Das ist es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein. Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Bist du jetzt bei ihm? Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon? Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dylan? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder. Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss noch etwas sehen. Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf. Und nicht vergessen, Dylan ist gefährlich. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Ich muss Dylan sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen. Situationsbericht, alle Sektoren. Die Geschäftsleitung wird befestigt, wie befohlen. Die Wartung ist relativ stabil. Ein Sicherheitsbeamter namens Arish hat angeblich mehrere wichtige Orte gegen den Zischen verteidigt. Das HRV-Labor. In der Isolation ist es... Es ist...